Prinz William und Prinzessin Kate gelten nicht umsonst als ein absolutes Vorzeigepaar. Doch nun kommen neue Details über die Beziehung der beiden ans Licht. In seinem neuen Buch mit dem deutschen Titel »Vergoldete Jugend – Eine intime Geschichte über das Heranwachsen in der königlichen Familie« hat Autor Tom Quinn nun aufgedeckt, wie heftig William und Kate streiten. Die Auseinandersetzungen gehen überraschend heftig über die Bühne. Sie haben schreckliche Streitereien, in denen sie sich Dinge an den Kopf werfen. Kate scheint eine sehr ruhige Person zu sein und William auch. Aber es ist nicht immer wahr, so Quinn. Der große Stress für William und Kate ist dem Autor zufolge, dass sie ständig von Palastmitarbeitern umgeben sind. Wenn sie sich zoffen, nehmen die beiden kein Blatt vor den Mund. Quinn schreibt, jemand im Palast hat mir die Spitznamen erzählt, die sie füreinander haben. Nicht alle davon sind niedlich. So zieht die Prinzessin ihren Mann gerne wegen seiner fehlenden Haarpracht auf. Ihr Spitzname für William ist Baldy, übersetzt Glatzkopf. Aber der Prinz kann sich wehren, denn gelegentlich nennt er seine Frau Dot, was für Duchess of Doolittle steht. Übersetzen könnte man diesen Titel mit Herzogin tut nicht viel. Der Ursprung geht auf die Queen zurück, die die junge Kate dafür kritisiert hatte, vor der Verlobung mit William keine eigene Karriere gestartet zu haben.